Wir hören heute Morgen auf den Predigtext aus 2. Mose 19, die Verse 1 bis 25, und das wird nur ein Teil des Predigtextes sein. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volks und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volks dem Herrn wieder. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede, und dir für immer glaube. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volks. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit seien für den dritten Tag. Denn am dritten Tage wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai. Und zieh eine Grenze um das Volk und sprich zu ihnen: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren, denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder erschossen werden, es sei Tier oder Mensch. Sie sollen nicht leben bleiben. Wenn aber das Widderhorn lange tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen. Mose stieg vom Berge zum Volk herab und heiligte sie, und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zu ihnen: Seid bereit für den dritten Tag, und keiner rühre eine Frau an. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen, und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer, und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaune Ton ward immer stärker, und Mose redete, und Gott antwortete ihm laut. Als nun der Herr herniedergekommen war auf dem Berg Sinai, oben auf seinen Gipfel, berief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu ihm: Steig hinab und verwarne das Volk, dass sie nicht durchbrechen zum Herrn, ihn zu sehen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die sonst zum Herrn nahen dürfen, sollen sich heiligen, dass sie der Herr nicht zerschmettere. Mose aber sprach zum Herrn: Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns verwarnt und gesagt: Zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Und der Herr sprach zu ihm: Geh hin, steig hinab und komm wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen,
dass sie hinaufsteigen zu dem Herrn, damit er sie nicht zerschmettere. Und Mose stieg hinunter zum Volk und sagte es ihm. Nach dem Gebet wollen wir aus dem grünen Liederbuch das erste Lied singen, die Nummer 1, Heilig, Heilig, Heilig im grünen Buch. Vorher wollen wir miteinander beten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Lieber Jesus Christus, wie gut haben wir es, dass wir an diesem Morgen hier zusammen sein dürfen, in diesem Gottesdienst, in dieser Gemeinschaft, im Nahsein vor dir. Danke für diesen Morgen, danke für das Lob und für das Singen, danke, dass du jetzt gegenwärtig bist mitten unter uns und danke, dass du in deinem Wort jetzt zu uns kommst. Wir ehren dich und beten dich an, denn du bist der ewige und der einzigartige, der unvergleichliche Herr und Gott. Wir danken dir, dass du über deiner ganzen Schöpfung wachst. Wir danken dir, dass du auch über dem Chaos dieser Welt deine Hand ausstreckst und durch dein Wort regierst. Wir vertrauen dir, dass du um Anfang, Ziel und Mitte weißt, im großen Weltgeschehen, besonders auch in deinem Volk Israel, das von allen Seiten bedrängt ist. Wir vertrauen dir, dass du auch um den Weg deiner Gemeinde weißt und auch unser ganz persönlicher kleiner Weg dir nicht verborgen ist. Und wir bitten dich für alle unter uns, für alle in deinem Volk, die an diesem Morgen, an diesem Tag in großer Anfechtung und Sorge sind. Wir befehlen dir die Verzweifelten und Ängstlichen an. Wir bitten dich um deinen Trost für die, die im Elend und in Dunkelheit und in Not sind und danken dir herzlich, dass du keinen von ihnen übersiehst. Und nun dürfen wir dich bitten, dass du auch an uns nicht vorbeigehst, sondern an diesem Morgen jeden Einzelnen ansiehst und erreichst, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Gnade, mit deinem Zurechtbringen und mit deinem Segen, weil wir angewiesen sind auf dein Leiten, auf dein Reden und an deinem Werk an uns. Du bist unser Gott, unser Vater, unser Herr Jesus Christus. Und es gilt auch an diesem Morgen, sprich nur ein Wort, so wird dein Knecht gesund. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen.
weit von meiner Illusion, von meiner Lebensflucht. Du machst mich frei, zu staunen mir, Kind, das aus Vertrauen liegt. Du machst mich frei, zu tanzen wie der Wind, von deinem Geist bewegt. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Das ist die Freiheit, die du uns gibst. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. So ist die Freiheit, weil du uns liebst. Du machst mich frei, versagungsfrei, zu weinen, wenn es schmerzt. Du machst mich frei, meine Fehler einzusehen, zu lachen über mich selbst. Du machst mich frei, zu tun, was meinen Tag, auch wenn es anderen nicht gefällt. Du machst mich frei von dem, der mich verkauft, vom Urteil dieser Welt. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Das ist die Freiheit, die du uns gibst. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. So ist die Freiheit, weil du uns liebst. Es ist Freiheit, selbst zu entscheiden, Tod oder Leben, Fluch oder Segen. Du lässt uns Freiheit, dich selbst zu meiden, doch deine Liebe kommt uns entgegen. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Das ist die Freiheit, die du uns gibst. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. So ist die Freiheit, weil du uns liebst. Wo der Geist ist, da ist Freiheit. Wo der Geist ist, ist keine Furcht. Wo der Geist ist, da ist Freiheit. Schön, dass ihr bei allen Bibelarbeiten, die wir schon hatten, auch noch Zeit gefunden habt, im Chor zu singen. Das ist richtig gut. Teens-Bibeltage. Teens-Bibeltage heißt, in diesem Jahr gut 100 Teens, die sich tatsächlich hier treffen, um mindestens dreimal am Tag zusammen zu sein und die Bibel zu lesen. Das allein ist schon richtig erstaunlich. Und wir haben uns jedes Mal bei den Teens-Bibeltagen ein biblisches Buch vorgenommen. So verschieden die Bücher in ihrer Dichte und auch ihrem Volumen sind. Ja, und tatsächlich an diesem Wochenende sind wir im zweiten Buch Mose. Und jeder Bibelkenner sagt, das kann nicht funktionieren. Und sie haben ja auch recht. Aber wir waren schon richtig fleißig in diesen Tagen. Wir haben schon miteinander eine Menge gelesen. Wir haben uns miteinander angeschaut, ein bisschen die Biografie des Mose.
Wir sind im Schnelldurchgang durch alle 10 Plagen durchmarschiert, sind schon ausgezogen mit dem Volk Israel und auch schon durch Schilfmeer hindurch, sind schon unter Wolken und Feuersäule gewesen, haben ein wenig über die Tora erfahren und sind natürlich auch heute, es geht ja gar nicht anders, an diesem unglaublichen Gebirgsmassiv, dem Sinai, angekommen. Und tatsächlich, was Norbert Rose vorhin meinte, stimmt. 2. Mose 19, diese ersten 25 Verse, sind nur ein kleines Stückchen von der Textmenge, die wir eigentlich heute Morgen lesen müssten und sollten, wenn wir über den Sinai sprechen. Und wenn Sie diesen 25 Verse gehört haben, dann merken Sie ja auch, was für ein unglaublicher Text das ist. Und das ist nur ein Anfang des Geschehens vom Sinai. Was ist da eigentlich passiert? An diesem Berg ist etwas Grandioses geschehen. Etwas ganz Gewaltiges ist geschehen. Gott ist angekommen. Gott ist angekommen. Und Gott ist auf diesen Berg gekommen und Gott hat geredet und Gott hat einen Bund geschlossen. Und dieses Ereignis, das Sinai-Ereignis, verbindet sich mit dem 2. Ereignis, nämlich dem Auszug und Durchzug zu einem großen Doppelgebirge. Das ist das entscheidende Doppelwunder der Existenzgründung Israels. 40 Jahre später, kurz bevor Mose stirbt, 5. Buch Mose, hält er einen testamentarischen Rückblick. Und im großen testamentarischen Rückblick nimmt er uns genau mit hinein, dass er 40 Jahre später, und man spürt es, fasziniert ist von dem, was damals in diesen Monaten abgelaufen ist. Ich lese einige wenige Verse aus 5. Mose 4. Ich rate euch, sagt Mose, fragt doch einmal nach den früheren Zeiten, die schon vor dir gewesen sind. Fragt doch von dem Tage an, da Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat, von einem Ende des Himmels zum anderen. Du kannst also vom Anfang der Schöpfung bis zum Augenblick nachgucken, egal wo du auf der Erde rumguckst. Das, was es da gegeben hat in Israel, gab es noch nie. Was denn? Ob je etwas so Großes geschehen ist, ob du je von etwas dergleichen gehört hast, nämlich dass ein Volk die Stimme Gottes gehört hat aus dem Feuer, wie du sie gehört hast und du dennoch am Leben geblieben bist. Und ob je ein Gott versucht hat, hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem anderen Volk herauszuholen, durch Machtproben, durch Zeichen, durch Wunder, durch Krieg, durch seine mächtige Hand, durch seinen ausgereckten Arm, durch große Schrecken, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch getan hat in Ägypten vor deinen Augen. Du hast es gesehen, auf dass du wissest, dass der Herr allein Gott ist und sonst keiner. Und vom Himmel hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zurechtzubringen. Und auf Erden hat er dir gezeigt, sein großes Feuer. Und seine Worte hast du aus dem Feuer gehört. Das gab es noch nie. Das gab es absolut noch nie. Das große Mega-Doppelwunder. Gott hat Israel aus Ägypten herausgeholt und im Durchzug durch das Schilfmeer auf den Weg ins gelobte Land gestellt. Und Gott ist diesem Volk auf dem Berg begegnet und hat mit diesem Volk geredet. Das ist das große Doppelpaket, auf das sich Israel gründet. Was ist unsere Aufgabe heute Morgen? Unsere Aufgabe ist zuallererst, einen Überblick uns zu verschaffen über dieses Sinai-Ereignis. Denn ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Wir haben das manchmal bei uns in unserem kleinen heidenchristlichen Kopf so abgespeichert, als ob eben Mose hoch ist, die Tafeln runter und das war's. Und wir merken allein schon diesen Versen, das ist ja ein Riesenthema. Und allein in der Zeitachse muss uns das bewusst sein. Das war nicht mal eben ein Stopp am Sinai, zwischen Mittagessen und Kaffee trinken, mal eben die Gebote abholen. Sondern wenn wir nur die unterste Zeitschiene annehmen, dann sind das mal locker 120 Tage gewesen. Manche denken sogar 160 Tage, je nachdem, wie man es entsprechend die Bibelstellen auslegt. Das heißt, die waren Monate in diesem Umfeld des Sinai und wussten, dass Monate des Redens Gottes jetzt mit ihnen geschahen. Und um es ein ganz klein wenig zu sortieren, ist heute Morgen unsere erste kleine Aufgabe, einen ganz kurzen Überblick uns zu schaffen über dieses hochkomplexe Geschehen, von dem wir hier die ersten 25 Verse gelesen haben. Man kann es vielleicht, um es einem bibelkundlich abzuspeichern, in 3 grobe Wellen versuchen zu unterteilen. Die erste Welle, die beginnt hier mit 2. Mose 19.
die Ankunft des Volkes am großen Gebirgszug Sinai. Und dann beginnen in Anführungszeichen die Vertragsverhandlungen. Die Vertragsverhandlungen laufen so, dass der Vertragsvertreter der einen Seite des Volkes durch Mose eben auf die andere Seite hinübergeht zu Gott und dort eben jetzt nun die Vertragsverhandlungen beginnen. Wir haben es ja gehört. Nachdem eine prinzipielle Übereinstimmung über einen Vertrag gegeben ist, kommen jetzt die berühmten Detailverhandlungen. Wir erleben das ja auch bis in unsere Zeit hinein. Ein grundsätzliches Ja zum Bundesschluss ist auf beiden Seiten da. Und jetzt geht's in die Details. Und dazu soll es zu einer ganz besonderen Begegnung kommen. Es soll nämlich, so haben wir gehört, zu einer Begegnung kommen zwischen Gott auf der einen Seite und Mose auf der anderen Seite. Eigentlich kann das überhaupt nicht funktionieren, dass Gott auf der einen Seite mit einem Menschen auf der anderen Seite spricht. Wo kommen wir denn hin? Das ist Gott und das ist ein Mensch. Das sind zwei völlig verschiedene Systeme. Die können sich nicht berühren. Und wenn die sich berühren, dann endet das tödlich. Und zwar ganz einseitig für die eine Seite. Und deswegen findet eine enorme Vorbereitung dieses Ereignisses statt. Dazu gehört eine Komplettabsperrung dieses Berges. Eine Komplettabsperrung, die nicht nur die Menschen betrifft, sondern die auch die Tiere betrifft und die auch die betrifft, die denken, sie könnten da auf jeden Fall durchlatschen, nämlich die Priester. Alle bekommen eine Komplettabsperrung zugewiesen. Keiner soll sich diesem Gebirge, diesem Berg Sinai nähern. Und damit das wirklich gut läuft, bedarf es einer dreitägigen Vorbereitung, die beschrieben wird. Und dann am Morgen des dritten Tages hören wir von enormen Naturphänomenen, die um diesen Berg herum sind. Ich möchte nicht alles wiederholen. Sie haben es vor sich in Ihrer Bibel oder auf dem Zettel. Oder Sie können es nochmal in 2. Mose 19 nachlesen. Und dann kommt Mose tatsächlich zu Gott. Und Gott sagt, Mose, geh gerade nochmal runter und sage denen, es soll sich niemand hüten, diesem Berg sich zu nähern. Und Mose wendet ein, also Gott, ist doch alles klar, wir haben doch schon das Absperrband dahingestellt, da kann nichts passieren, es wird sich niemand hüten. Geh runter und sag's ihnen, ich will niemand hier um diesen Berg sehen. Wer diesen Berg nur berührt, ist tot. Ist tot. Und dann kommt Mose mit Aaron nochmal hoch in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und dort bekommt er, so hören wir in 2. Mose 20, dann eben die berühmten 10 Gebote und das Bundesbuch mitgeteilt, in den Inhalten mitgeteilt. Auf der Grundlage dessen, was ich dir sage, 2. Mose 20 fortfolgende, kann der Vertrag stattfinden. Erste Welle abgeschlossen. Mose kommt mit diesem Ergebnis runter zum Volk. Zweite Welle. Zweite Welle wird uns ab 2. Mose 24 beschrieben. Es kommt nämlich zu einem Vertragstreffen. Das Vertragstreffen soll so stattfinden, hören wir in 2. Mose 24, dass 70 Stellvertreter des Volkes plus eine Priesterdelegation, Aaron, Nadab und Abihu und Mose, also summa summarum 74 Menschen, zu einem am unteren Teil des Berges Sinai Treffen mit Gott eingeladen sind. Dabei soll der Vertrag unterzeichnet werden. Und dabei soll es auch zu einem gemeinsamen Essen kommen, das diesen Vertragsunterzeichnung dokumentiert. Das können wir nachlesen, das findet erstaunlich intensiv beschrieben statt. Und dabei gibt es auch eine entsprechende Vertragsbeschlusslage mit Blut. Der Vertrag wird mit Blut, mit Opferblut besiegelt. Zweite Welle. Die dritte Welle findet dann danach statt. Nachdem es eine grundsätzliche Übereinstimmung gegeben hat im Vertrag, soll nun es noch einmal zu einer detaillierten Kundgabe des Vertragsinhaltes kommen. Und dazu braucht jetzt Gott noch mal richtig viel Zeit. Und dazu braucht er den entscheidenden Vermittler, den Mose. Mose soll nochmal hochkommen, diesmal ohne alle anderen, nur mit Josua. Und zwar sollen sie wieder hochtreten in die Gegenwart Gottes, haben dort 6 Tage zu warten, dann bleibt Josua zurück und dann tritt Mose 40 Tage und 40 Nächte in die Gegenwart Gottes hinein. Dritte Welle. Dort bekommt er den handschriftlichen Vertrag, wir würden heute vielleicht in unserer Sprache sagen, die notarielle Urkunde überreicht. Von Gott beschriebene Tafel mit den Bundesworten, den 10 Worten. Und alle Details, die er braucht, um das Volk zu leiten in den Gesetzen, den Geboten der Tora, wie Gott sie ihm gegeben hat. 40 Tage, 40 Nächte in der Gegenwart Gottes. Das sind die drei Wellen. Und das, was nicht passieren durfte, passiert. Während diesem hochheiligen Bundesgeschehen, was über viele, viele Wochen sich hinzieht und dieses Volk die Nähe Gottes erlebt, wie kein anderes Volk sie erlebt hat,
brechen die tatsächlich schon, bevor die notariellen Unterlagen am unteren Boden wieder angekommen sind, brechen die unten schon den Vertrag. Die Notarunterschrift ist noch nicht drunter. Dann steht da unten schon das goldene Kalb. Man kann es nicht fassen. Man kann es nicht fassen. Katastrophe. Mose kommt mit den Unterlagen runter. Josua denkt, die machen ein Freudenfest. Hat keine Ahnung, was da abläuft. Mose hört sich gar nicht nach Freudenfest an. Das ist ganz was anderes, was da abgeht. Da geht der pure Götzendienst ab. Und er kommt da runter und sieht das, was da abläuft. Und in tiefem Entsetzen zerbricht er diese notariellen Unterlagen, diese beiden Tafeln. Es kommen erschütternde Kapitel. Sie können sie nachlesen, 2. Mose 31, 32, 33, 34. Zu diesen Kapiteln gehört mindestens eine einmalige, wenn nicht sogar, man kann das unterschiedlich deuten, im 5. Buch Mose, eine zweimalige 40-tägige Fastenzeit von Mose. Ein Ringen um die Barmherzigkeit Gottes, dass Gott dieses Volk nicht in die Tonne kloppt, angesichts dessen, was sie sich geleistet haben. Mose tritt fürbittend ein für dieses Volk. Er verbirgt sich für dieses Volk. Er tritt mit seinem Leben ein für dieses Volk. Und Gott ist bereit, tatsächlich noch einmal die Vertragsverhandlungen aufzunehmen. Und dann geht es tatsächlich in 2. Mose 34 noch von vorne los. Mose tritt wieder in die Gegenwart Gottes, noch einmal einen 40-tägigen Aufenthalt in der Gegenwart Gottes, wie er uns in 2. Mose 34 beschrieben wird. Und Gott hat dem Mose versprochen, angesichts dessen, wie du dich eingesetzt hast für dieses Volk, 2. Mose 34, wie du dich eingesetzt hast für dieses Volk, werde ich an dir ein Wunder tun, wie ich es bisher an keinem getan habe. Und dann kommt dieser Mann nach 40 Tagen, 40 Nächten runter, und alle schrecken vor ihm zurück. Sie können ihn gar nicht angucken. Sie können ihn nicht angucken. Es geht von seinem Glanz, von seinem Angesicht ein solches Strahlen, ein solches Leuchten aus. Von dieser zweiten 40-tägigen Gegenwart bei Gott, dass sie ganz irritiert sind über ihre Leitungsfigur, da über ihren Mose. Und sie wissen, was dann läuft. Mose verhüllt sein Angesicht, wenn er mit dem Volk spricht. Und er enthüllt sein Angesicht, wenn er der Gegenwart Gottes ist in diesem Zelt. Ein Zeichen, das Gott an Mose tut, um seines Einsatzes willen, den er in fürbittender Weise für dieses Volk getan hat. Das ist das Sinai-Geschehen. Unglaublich. Unglaublich. Noch nie war Gott so nah. Noch nie war Gott so nah. Noch nie war Gott so nah, dass man seine Stimme hören konnte. In dieser Weise, wie das Volk die Stimme gehört hat. Aber gleichzeitig auch, das war ihnen unheimlich. Das war ihnen unheimlich. In 5. Mose 5 lesen wir ab Vers 23, auch in diesem großtestamentarischen Rückblick des Mose, dass das Volk sagte, Mose, wir können diese Stimme nicht hören. Das halten wir nicht aus. Das halten wir nicht aus. Geh du hin und mach du den Mittler, mach du den Stellvertreter. Aber wir halten diese Stimme nicht aus. Wie kann ein Mensch die Stimme Gottes aushalten? Unmöglich. Das ist was ganz Eigenartiges, hat es mit dem Sinai auf sich. Merken Sie das ein bisschen? Das merken alle, die dem Sinai-Geschehen sich nähern. Auf der einen Seite umleuchtet den Sinai eine solche Schönheit. Eine solche Schönheit, dass Gott tatsächlich sich mit diesem verrückten Volk so einlässt, dass er mit denen bereit ist, einen Bund zu schließen, ihnen so nahe zu kommen, dass der lebendige Gott, dem das all dient, sich auf einen Berg niederlässt und mit einem Stellvertreter der irdischen Seite, mit einem Menschen bereit ist zu reden. Und auf der anderen Seite spüren wir diese Unnahbarkeit Gottes, diese Trennung, diese Distanz. Diesen riesengroßen Unterschied zwischen Gott auf der einen Seite und dem Mensch auf der anderen Seite. Dass eine Berührung zwischen Gott und Mensch ist gar nicht möglich, gar nicht denkbar. Und schon das punktuelle hier Berühren bedarf größter Aufwendung, dass es überhaupt funktionieren kann. Das heißt, neben dem Überblick über das Sinai-Geschehen müssen wir jetzt ein zweites tun. Wir müssen nämlich eine Interpretation dieses Sinai-Geschehens haben. Und da bleiben wir natürlich als Christen nicht im Alten Testament stecken. Natürlich nicht.
sondern wir sehen ja die Offenbarung Gottes als Ganze, als Ganzes. Und wissen, dass dieses Sina-Ereignis, das wir gerade versucht haben, ein bisschen im Überblick zu schildern, dass das ganz genial von verschiedenen apostolischen Lehren, aber unter anderem von dem uns unbekannten apostolischen Lehrer des Hebräerbriefes interpretiert worden ist. Das, was ich gerade versucht habe, hier zu schildern, wurde im Hebräerbrief, am Ende des Hebräerbriefes, genial ausgelegt. Und deswegen möchte ich Sie jetzt bitten, von 2. Mose 19 mit mir rüber zu marschieren, zu Hebräer 12. Und da entdecken wir in Hebräer 12 einen ganz erstaunlichen Satz, der den Sinai betrifft. Wir lesen nämlich Kapitel 12, Vers 18, ein Vers, der uns als Christen über die Maßen erstaunt, denn dort sagt der Apostel zu uns, ihr, die Menschen, die an Jesus Christus glauben, aus den Juden und den Heiden, ihr, die an Jesus Christus glaubt, ihr seid nicht gekommen zu diesem Berg. Ach so. Ihr seid nicht gekommen zum Sinai. Diesen Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte und nicht in Dunkelheit, finstes Ungewitter, wir konnten es nicht ertragen. Zu diesem Berg seid ihr nicht gekommen. Wir stehen etwas stutzig davor und denken, was soll das denn? Wir dachten, wir müssten jetzt verstehen, was der Sinai im Tiefsten für uns bedeutet. Jetzt sagt das Testament, nein, ihr habt diesen Berg nicht als den großen Zielpunkt eures Glaubens. Wenn wir weiterlesen, landen wir in Vers 22 und sind erleichtert, dass wir eine Alternative genannt bekommen. Ihr seid nicht gekommen zum Sinai, ihr seid gekommen zu einem ganz anderen Berg, nämlich zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Den Sprung, den müssen wir machen. Den Sprung müssen wir machen. Dass wir auf der einen Seite die gigantische Offenbarung Gottes am Sinai sehen, mit aller Größe, aller Macht, aller Herrlichkeit, aber auch aller Unnahbarkeit und Distanz. Und dann begreifen, bei aller Größe, aller Macht, aller Herrlichkeit, der Sinai ist nicht der Zielberg der Gemeinde Jesu. Der große Zielberg der Gemeinde Jesu, so lesen wir hier, das ist der Berg Zion. Das ist das himmlische Jerusalem, die Stadt des lebendigen Gottes. Wir sind zu einem ganz anderen Berg gekommen. Und damit steht für uns heute Morgen ein riesengroßer Vergleich vor uns. Im Grunde genommen zwei Berge. Der eine Berg ist der Berg im Alten Testament, der Berg Sinai mit dem Volk Israel. Und der andere Berg ist der Berg Zion, die Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem. Dort erleben wir eine gigantische Offenbarung im Alten Bund für Israel. Dort erleben wir eine ganz andere Offenbarung im Neuen Bund, was in Jesus Christus uns gegeben ist. Und jetzt beschreibt uns hier der Autor im Hebräerbrief, wie unser Berg aussieht, im Gegensatz zum Berg im Alten Testament. Im Gegensatz zum Berg im Alten Testament, das müssen wir jetzt ganz schnell uns bewusst machen, ist es nämlich so, dass wir zu einer Stadt gekommen sind, die auf der einen Seite für uns ganz bekannt ist, nämlich Jerusalem, der Zion, die Davidstadt. Und auf der anderen Seite merken wir sofort, das ist ja gar keine irdische Stadt mehr. Da ist ja nicht nur einfach eine irdische Stadt gemeint, die es ja heute auch noch gibt, sondern wir merken beim Lesen, da ist eine geistliche Stadt gemeint. Und da ist nicht nur irgendein Ort auf dieser Erde gemeint, sondern da ist ein Ort bei Gott gemeint. Da geht es ja um ein himmlisches Jerusalem, um die Stadt des lebendigen Gottes, um den Berg Zion im geistlichen Denken. Im Gegensatz, ganz, ganz wichtig, zum Alten Testament, wo es eine klare Geografie gibt, wo man heute noch hinreisen kann, ungefähr in das Gebiet, wo es den Sinai gibt, gibt es diesen Ort ganz real genauso, aber eben nicht in unserer irdischen kleinen Welt, sondern in der Welt Gottes. Und im Gegensatz zum einmaligen Ereignis des Sinai, die paar Monate da unten, ist die Stadt des lebendigen Gottes für Ewigkeiten. Im Gegensatz zum Sinai, der vergangen ist, kein Mensch weiß heute, welcher Berg genau der Sinai ist, zum großen Ärgernis aller Geografien. Im Gegensatz dazu ist der Ort des himmlischen Jerusalems der Ort der Zukunft, der ist da. In der Welt Gottes ist er da und zwar für immer. Im Gegensatz zu dem, was vergangen ist, Sinai, ist das zukünftig und real. Und es sagt uns hier die Bibel, zu diesem Berg seid ihr gekommen. Wie sind denn wir dazu gekommen, wo wir doch alle noch hier schön irdisch hier unten sitzen? In dem Augenblick, wo Menschen zum persönlichen Glauben an Jesus Christus kommen, öffnet sich für sie die Tür
zum lebendigen Jerusalem, zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem, zu diesem Berg Zion. Sie haben jetzt, Philipperbrief, jetzt das Bürgerrecht in dieser Stadt, in diesem Himmel. Sie gehören jetzt schon dazu. Sie haben jetzt schon den Ausweis in der Tasche. Und da darf ich sein. Und da gehöre ich hin. Und da bin ich. Und erstaunlicherweise kann ich da auch als Normaler hingehen. Erinnern Sie sich, beim Berg Zion, da konnte mit Ach und Krach einer hin, Mose, an unteren Teil für kurze Zeit die 74, begleitend Aaron und Mose in Etappen. Aber in die eigentliche Gegenwart konnte nur einer auf eine ganz bestimmte Zeit. Und jetzt beim Berg Zion, bei der Stadt des lebendigen Gottes, beim himmlischen Jerusalem, da können alle hin, die an Jesus Christus glauben, jeder Einzelne. Und das Erstaunliche ist, sie überleben das. Sie und ich, wir können in die Nähe dieses Gottes kommen und überleben das. Und wir können sogar da bleiben, ohne dass irgendwas passiert. Wie kann das gehen? Wie können wir an diesem neuen Bundesort stehen, ohne dass uns was passiert? Weil wir einen ganz anderen Bundesmittler haben. Einen ganz anderen Bundesmittler. Damals diese einzigartige Leitungsfigur der Mose, der diesen Bund gestiftet hat mit dem Blut, wie es Gott ihn beauftragt hat. Jetzt einen ganz anderen Bundesmittler. Jesus, von dem es heißt in Vers 24, der der Mittler des neuen Bundes ist und dessen Blut der Besprengung besser redet als das Blut Abels. Warum können wir da stehen? Warum sind wir in die Lage versetzt, an diesem Bundesort stehen zu dürfen, vor Gott stehen zu dürfen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, nicht mehr weg zu müssen? Weil über ihr und über mein Leben, die wir in Jesus Christus unseren Halt haben, sein Blut geflossen ist, er uns gerecht gesprochen hat, er uns gereinigt hat, er uns geheiligt hat, er uns seine Gegenwart tatsächlich hineinstellt. Wir stehen nie und nimmer allein vor Gott. Sondern wir können nur in Jesus Christus, in diesem Bundesmittler vor ihm stehen. Und wir stehen nicht alleine da. Der Hebräerbrief sagt uns in Kapitel 12, dass eine riesige Festversammlung, ein riesiger Gottesdienst dort abläuft. Und zu diesem Gottesdienst gehören unter anderem Zehntausende von Engeln, Zehntausende von Engeln. Dazu gehört die Gemeinde der Erstgeborenen. Dazu gehören die, die im Himmel aufgeschrieben sind. Dazu gehört der lebendige Gott, der rettend, richtend, zurechtbringend da ist. Dort sind die Geister vollendeten Gerechten. Die sind alle da. Und wir auch. Wir auch. Und das Faszinosum ist das, was zukünftig noch in ganz besonderer Weise für uns gilt, gilt im Glauben uns heute schon. An diesem Bundesort, durch diesen Bundesmittler dürfen wir dastehen. Und wenn dann seine Stimme kommt, wenn dann seine Stimme kommt, wenn das Bundeswort ertönt, dann erschrecken wir nicht alle wie damals, die beim Sinai, und sagen dem lebendigen Gott, bitte, das können wir gar nicht aushalten, wenn du mit uns redest, undenkbar, deine Stimme zu hören. Sondern wir hören diese Stimme enorm gern. Das ist die Stimme von Jesus. Das ist die Stimme des Evangeliums. Und wenn der anfängt zu reden, dann sagt keiner von uns, bitte hör auf. Sondern wir sagen, bitte mehr davon. Red ruhig noch ein bisschen, Herr Jesus. Sag was. Sag uns die guten Worte des Evangeliums. Merken Sie es? Ich hoffe, Sie merken es ein ganz klein bisschen. Wir sind an einem ganz anderen Bundesort. Wir haben einen ganz anderen Bundesmittler. Wir haben ein ganz anderes Bundeswort bekommen. Wir haben das himmlische Jerusalem, wir haben diesen Jesus und wir haben das Wort des Evangeliums. Das heißt, nach der ersten Aufgabe, ein wenig den Überblick zu schaffen über den Sinai, und der zweiten Aufgabe, den großen Vergleichstext aus dem Hebräerbrief auf uns wirken zu lassen, bleibt uns eine dritte Aufgabe. Wir müssen doch überlegen, wie wirkt denn jetzt dieser Text? Wie wirkt er denn? Wenn wir fragen, wie das wirkt, dann müssen wir zuallererst ganz knallhart erkennen, das wirkt nur für Glaubende. Das wirkt nur für Glaubende. Denn all das, was ich Ihnen ja in den letzten paar Minuten erzählt habe, das können Sie ja alles nicht sehen. Sie können das himmlische Jerusalem nicht sehen. Sie können die Stadt des lebendigen Gottes nicht sehen. Sie können den Berg Zion nicht sehen.
Sie sehen noch nicht diese Festversammlung. Sie sehen noch nicht diesen lebendigen Gott. Sie sehen noch nicht die Gemeinde der Erstgeborenen, die aufgeschrieben sind im Himmel, die geistervollendeten Gerechten, die 10.000. Das sehen Sie alles noch nicht. Sie sehen es nur in Anführungszeichen ausschließlich im Vertrauen auf sein Wort durch den Glauben. Das heißt, wirken, wirken wird das Wort nur für die, die glauben. Das muss man klar sagen. Aber wenn Sie mit mir solche Glaubenden sind, dann hat der Text natürlich eine enorme Wirkung. Welche Personenkreise werden besonders von der Wirkung erreicht? Zuallererst wirkt das auf Unwissende, auf Unwissende, auf Unwissende, unverschuldet und selbstverschuldet, gibt es ja beides und auch Mischmasch. Unwissend, weil ich vielleicht noch gar nicht an Jesus Christus glaube, das ist ein extra Thema. Dann werde ich hier mit hineingenommen, die Türen öffnen sich für mich, für geistliche Realitäten und Wirklichkeit, das ist eine. Aber auch Unwissende innerhalb derer, die glauben, das gibt es auch. Es gibt sehr viel Unwissende, Halbwissende, Prozentualwissende innerhalb derer, die glauben. Und solch ein Halbwissen oder ein Prozentualwissen hat immer Konsequenzen. Und die Konsequenz von diesem Halbwissen, die sind meistens darin begründet, dass es so einen Schrumpf-Jesus gibt. Das ist so ein Rest von Jesus, so ein kleiner Götze-Jesus, einer, den man so ein bisschen drüber streichelt und der dann ab und zu mal ordnungsgemäß ein bisschen aufputschen darf. Aber das ist nicht der Jesus, von dem der Hebräerbrief spricht. Wenn ich aufgeklärt werde, wenn ich diesen Text hier lese, Hebräer 12, wenn ich von diesem Berg Zion, vom himmlischen Jerusalem, von der Stadt des lebendigen Gottes höre, dann denke ich, das ist ja gut, dass ich das weiß. Dass man mich darüber in Kenntnis setzt. Denn wenn ich das weiß, wenn das mein Geist wieder hört und wahrnimmt und aufnimmt, dann brauche ich ja nicht so ängstlich und so einseitig und so eingeschränkt mein Leben leben. Sondern darf wissen, dass er mit seiner Kraft, seiner Autorität, seiner Schönheit, seiner Macht das alles in seinen Händen hält. Gut, dass ich das weiß, das macht einen mutiger, wenn man das wieder weiß. Das Wort aus dem Hebräerbrief erreicht aber nicht nur die Unwissenden. Es erreicht auch, ich sag's mal so, die Schlampigen. Die Schlampigen. Die Schlampigen, das sind die unter uns, die inzwischen so ein bisschen mit ihrem Leben, mit Jesus versuchen, sie so durchzumauscheln und irgendwie so denken, wird schon, ist schon, kann auch schlimmer sein, irgendwie mache ich das so durch. Zufrieden bin ich nicht, glücklich auch nicht, aber mehr oder weniger mache ich das halt, wie ich alles andere auch mache. Aber wenn ich das ja lese, dann muss ich doch sagen, wenn es halbwegs in meinem Kopf, meinem Herz ankommt, dann muss ich sagen, so kann ich doch nicht mehr weiterleben. Wenn ich höre, zu welchem Bundesort ich gekommen bin, dass ich, kleiner Mensch, zum himmlischen Jerusalem, zur Stadt des lebendigen Gottes, zum Berg Zion, jetzt schon gehöre und in Ewigkeit gehören darf. Wenn ich einmal bei diesem Gott sein darf, wenn ich bei dieser riesengroßen Festversammlung dabei sein darf, dann hat das doch eine Wirkung, dann kann ich doch nicht so weitermauscheln, das geht doch nicht. Wenn ich diesen Bundesort sehe und wenn ich diesen Bundesmittler vor mir sehe, wenn ich Jesus vor mir sehe und wenn ich sein Bundeswort höre, das kann doch nicht ohne Wirkung bleiben. Dann werde ich erkennen, dass mein Leben nicht dem Bundesort und nicht dem Bundesmittler und nicht dem Bundeswort entspricht. Und was mache ich denn dann? Dann darf ich als eine Wirkung des Hörens auf dieses Wort Gottes in die Gegenwart dieses Gottes hineintreten. Ja, da darf ich hin. In Jesus darf ich hin. Und darf ihn bitten, dass er mir vergibt, dass ich mich diesem Bundesort gegenüber nicht würdig verhalten habe. Dass ich mit dem Bundesmittler entsprechend nicht aufgeführt habe. Dass ich sein Bundeswort für mein Leben nicht ernst genommen habe. Herr, reinige mich. Bring mich wieder zurecht. Lass mich angesichts meiner Zukunft und dem Leben, das du mir heute schon gibst, lass mich nicht schlampig leben. Aber es erreicht nicht nur die Unwissenden und die Schlampigen, dieses Wort erreicht ja auch die Verzagten. Die Verzagten. Und da gibt es ja richtig viele von uns.
die da ihren Weg gehen mit all den Paketen, all den Lasten, all den Eingeschränktheiten, den Brüchen und den Nöten, den Schwierigkeiten, den Zähigkeiten ihres Lebens, den ganzen Fragezeichen, den Tonnen, die auf manchen von uns liegen. Und ein bisschen die Bibelkenner wissen ja, an solche Leute war ja auch der Hebräerbrief insbesondere gerichtet. Da waren Menschen, die an Jesus Christus glaubten, die den Hebräerbrief zum ersten Mal gelesen haben, die Erstadressaten des Hebräerbriefes. Das waren Menschen, die an Jesus Christus glaubten und die, weil sie glaubten, richtig viel Probleme hatten, richtig viel Schwierigkeiten. Bei manchen hatte der Arbeitgeber gekündigt, weil es ein Christ war. Bei anderen wurde das Eigentum requiriert. Die Nächsten mussten auch aus ihrer Hütte ausziehen, weil der Staat ihnen das Haus wegnahm, weil sie zur christlichen Gemeinde gehörten. Was glauben Sie, was sich diese Reihen dieses Saales lichten würden, wenn das auch nur einzelnen von uns passieren würde, um Jesu willen? Andere, die saßen im Gefängnis, weil sie am Sonntag im Gottesdienst waren. Und dann sind die richtig verzagt, das kann man doch verstehen. Und dann sagt der Hebräerbrief ihnen das, genau das sagt er ihnen. Ihr müsst gucken, ihr müsst geistlich gucken, ihr müsst schauen, zu welchem Berg ihr gekommen seid, an welchem Ort ihr angekommen seid. Und dann geht über diesen verzagten, verzweifelten, überforderten, müde gewordenen Jesusleuten wird das Licht auf. Sie sehen den Bundesort vor sich und sagen, ja, das haben wir vergessen. Wir haben vergessen, dass wir zum himmlischen Jerusalem gehören, zur Stadt des lebendigen Gottes, dass wir ja schon in diesem Berg Zion unsere Heimat haben. Wir wollen es wieder neu sehen in unseren Augen, den Bundesmittler Jesus vor Augen nehmen und das Bundeswort, das Evangelium hören. Wir brauchen das, damit wir einen tiefen, klaren Trost empfangen und unseren Weg weitergehen können. Hat dieses Wort eine Wirkung? Verstehen Sie? Wenn man den Sinai sieht, dann ist der atemberaubend und furchterregend von der Heiligkeit, der Majestät und der Größe Gottes durchzogen. Atemberaubend und furchterregend. Aber zu dem Berg sind Sie und ich nicht gekommen. Wenn Sie mit mir aber beim Berg Zion sind, bei der Stadt des lebendigen Gottes, beim himmlischen Jerusalem und den Berg sehen mit Ihren geistlichen Augen, dann ist der Geist belebend und herzbewegend, weil Sie dann mit mir sagen, egal ob Sie unwissend oder schlampig oder verzagt sind oder alles drei, weil Sie dann mit mir sagen, an dem Bundesort und bei dem Bundesmittler und bei dem Bundeswort werde ich auch in dieser Woche bleiben. Mein Ort ist der Zion. Mein Mittler heißt Jesus. Mein Bundeswort ist das Evangelium. Und so können wir leben. Zum Gebet lade ich Sie ein, aufzustehen.